Ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Minecraft Let's Play. Und ja, heute habe ich auch mal wieder ein interessantes Thema vielleicht. Ich habe erst überlegt, ob ich das in Minecraft Beta anspreche, aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, das hier zu machen. Und zwar soll es mal darum gehen, wie viele Minecraft-Spielstunden habe ich überhaupt, ne? Das wäre vielleicht mal ganz interessant, weil, ja, ich spiele halt seit 6 Jahren Minecraft und, ja, da wäre das auf jeden Fall mal irgendwie wissenswert, finde ich. Und, ja, andere Leute sagen ja immer, ja, in dem Spiel habe ich so 20 Spielstunden schon wieder diese Woche und so, weißt du, oder 40 Spielstunden in einer Woche, weißt du, immer so übelst viel und, ja, da würde ich dann mal gern wissen, wie viel ich in 6 Jahren so habe. Und, ja, das, werden wir jetzt mal so ein bisschen überschlagen, ne? Natürlich kann ich es nicht genau angeben, weil, ja, ich habe halt auch schon irgendwie die Übersicht verloren, um es ehrlich zu sagen. Aber ja, ich kann natürlich mal so eine Schätzung abgeben. Und da dachte ich mir, okay, wäre ja mal ganz interessant für ein Video so. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie hoch ich hier den Turm, by the way, mache. Das werden wir noch sehen. Ich denke mal, nicht mehr allzu hoch, weil es reicht dann auch so langsam. Ja, die Frage ist jetzt, wie mache ich das hier designtechnisch, ne? Ich könnte hier dann wieder so Slabs oder so reinmachen, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich aus Holz wieder, ne? Ich mache mir erstmal eine Workbench hier, damit ich, ja, hier ordentlich was anstellen kann, ne? Wäre ganz gut. Und ja, dann würde ich sagen, schätzen wir mal so ein bisschen. Also 2012 hatte ich auf jeden Fall mehr Spielstunden in Minecraft. Ich weiß noch, als ich genau angefangen habe, ihr habt es ja auch gemerkt bei meinen Screenshots immer, ne? Da war ich irgendwie den ganzen Tag online, ne? Wenn man so mal die Titel von den Screenshots gesehen hat, ne? Da stand immer so teilweise 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, keine Ahnung, ne? Und dann 20 Uhr auch noch und keine Ahnung. Natürlich war ich zwischendurch immer mal weg davon, hab das natürlich nicht die ganze Zeit durchgespielt, aber ja. Ich war am Tag schon öfter mal hier und ja, keine Ahnung, das war schon krass auf jeden Fall. Muss ich ja sagen. Und irgendwie, keine Ahnung, kann ich das auch nicht so genau sagen. Es war damals, glaube ich, sehr unregelmäßig, beziehungsweise sehr, ja, also heute mal viel, viel mehr als den anderen Tag und so. Also da ist es halt schwer, so einen Durchschnitt zu sagen. Ich würde mal sagen, vielleicht 2,5 Stunden am Tag. Oder? Kommt das hin? Ja, das könnte eigentlich so ungefähr hinkommen. Ja, und wenn man jetzt mal sieht, okay, das für ein halbes Jahr. Ja, das war schon krass. Beziehungsweise am Ende des Jahres 2012 war es dann auch nicht mehr so viel, oder? Nee, doch. Ich weiß noch, damals habe ich immer das gespielt, während ich so Radio gehört habe. Ne? Da habe ich immer viel, viel mehr Radio gehört als davor. War auch interessant. Keine Ahnung, da hatte ich einfach mal Bock drauf dann. Das war so gegen Ende des Jahres dann. Und, ja, keine Ahnung. Ist halt auch schwer für mich zu schätzen. Ich sage einfach mal 2,5 Stunden das ganze Jahr 2012 dann noch. Das heißt, wann habe ich angefangen zu spielen? Eigentlich im April. Mitte April hatte ich angefangen, genau. Ja, und ist eine gute Frage, wie viele Tage sind denn das eigentlich? 200 vielleicht, hä? Im April sind schon 150 vergangen vom Jahr. Na gut, nee, noch nicht ganz. Das sind vielleicht 120, nee, warte mal. März 90, ja, so ungefähr knapp über 100 sind da vergangen. Das heißt, sagen wir mal, 260 Tage, 260 mal 2,5 Stunden. Wie viel ist denn das? Oh, keine Ahnung, ey. Warte, ich habe doch hier einen Taschenrechner. Da kann ich das doch nebenbei rechnen. Stimmt, ey. Direkt griffbereit. Oh, lol, ey, das ist ja übelst verpackt. 260 mal 2,5. Sind wir bei 650 Spielstunden im Jahr 2012. Okay. Ja, und 2013 war es dann, glaube ich, etwas weniger. Obwohl, ja, da habe ich, na, ja, das kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen, ob das jetzt so viel mehr war oder was. Ja. Ist gar nicht mal so einfach, aber ich glaube, da habe ich dann auch nicht mehr jeden Tag gespielt. Da war es dann so ein bisschen weniger. Ja, obwohl ich da auch im Urlaub zum Beispiel meinen Laptop mit hatte. Aber da habe ich auch nicht viel gezockt. Da habe ich vielleicht eine halbe Stunde am Tag mal oder so. Ja, so abends. Ja, das war auch heftig. Ja, aber keine Ahnung. Irgendwie,
war es damals auch schon relativ viel. Oder auch noch relativ viel. Ich würde mal sagen, vielleicht die 650, die ich jetzt in einem Dreivierteljahr hatte, in einem ganzen Jahr. Das kann man vielleicht so grob schätzen. Dann wären wir bei 1300 nach 2013, ne? Na, obwohl, ob das so hinkommt, ja doch, doch. Das müsste doch irgendwie so passen, doch. Das, ja, schätze ich mal so ein. Ja, dann ist natürlich die Frage, wie ging es 2014 weiter? Da habe ich am Anfang des Jahres ziemlich viel wieder gespielt. Und zwar in meiner privaten Welt, die ich auch schon mal gezeigt habe, hier im Let's Play. In Folge 330 war das. Ja, das war auch so eine Zeit. Da war ich ziemlich aktiv, weil ich da ziemlich viel schaffen wollte irgendwie in der Welt, ne? Da hatte ich übelst große Ideen und Projekte und, ja, keine Ahnung. Deswegen war ich da sehr viel online. Aber später, in 2014, habe ich dann auf jeden Fall weniger gespielt, ne? Muss ich ja sagen. Da habe ich natürlich auch viel für den Kanal hier dann aufgenommen, ne? Das kam dann halt richtig ins Gewicht. 2013 noch nicht so sehr, ne? Da habe ich ja gerade angefangen im Oktober, aber 2014 war ich ja dann schon richtig drin quasi im YouTube-Business. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, da ist dann auch schon wesentlich mehr so entstanden. Und ja, ist vielleicht ganz interessant. Ich würde sagen, wir machen sogar hier die Leitern an drei Seiten, by the way, ne? Ja, guck ich mal. Und hier vorne kommt dann so der Eingang hin. Genau. Ja, da muss man halt hier mit so einer Treppe hochlaufen, hätte ich gedacht. Oder nee, man kommt am besten ist hier der Eingang. Weil, ja, hier ist so nah am Feld und keine Ahnung, das passt nicht. Ja, auf jeden Fall 2014 war auch ganz interessant, ne? Ja, keine Ahnung. Also, da hat mir das eigentlich auch noch ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, aber da kann ich jetzt auch nicht sagen, wie viele Spielstunden ich hatte. Also am Tag vielleicht so insgesamt noch anderthalb, ne? Na gut, wenn man jetzt Let's Play noch dazu zählt, ja, ist natürlich dann etwas mehr. Ja, obwohl, anderthalb ist vielleicht auch so privat bisschen viel gewesen, also insgesamt nicht mehr, würde ich schätzen. Insgesamt waren es, glaube ich, war es dann so nur noch, ja, so eine Dreiviertel, na gut, sagen wir mal eine Stunde, dadurch, dass ich am Anfang des Jahres noch viel gemacht habe. Und die Let's Plays vielleicht dann noch eine Dreiviertelstunde, also sagen wir mal 1,75 Stunden, ne? 1,7, hä? Warte mal, es geht gerade gar nicht so. Und das mal 365. Sind wir bei 638,75. Ja, sagen wir mal 640, ne? So. Das heißt, wir sind bei 1940 Stunden nach 2014. 2015 wurde es dann, glaube ich, noch weniger. Ja gut, da habe ich dann aber auch angefangen, so auf Servern mit Kumpels und so zu spielen. Und auch 2014 war ich dann am Ende ziemlich aktiv mit Kumpels noch. Da haben wir noch Survival Games gespielt. Das kann ich ja in 2015 mit dazu rechnen, weil das war im Dezember dann. Ja, und keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie viel waren es in 2015? Ja, bestimmt, also ich glaube weniger als 2014. Sagen wir mal, so privat habe ich da eigentlich kaum noch gespielt, muss ich sagen. Ja, das waren dann vielleicht nur noch, ja, nicht, nee, das war nicht mehr eine halbe Stunde am Tag, so im Durchschnitt, sondern, sagen wir mal, 20 Minuten nur noch am Tag. Gut, ja, auf dem Server, durch diese Server-Sachen und so, waren es natürlich ein bisschen mehr. Wenn wir das dazu rechnen, sagen wir mal, eine halbe Stunde am Tag, ne? Ich denke mal, das kommt hin. Dann noch die Let's Plays dazu, da wären wir bei vielleicht einer Stunde oder so, ne? Ja, wenn ich so überlege, ja, was habe ich so gemacht? Ja, habe ja auch verschiedene Serien gemacht da schon, auch für Sig99, stimmt, für Sig99, das hatte ich gar nicht eingerechnet, bei 2014. Ja, runden wir mal auf bei 2014 auf 2000 Stunden, ne, insgesamt, also 2012 bis 14. Und dann 2015 können wir eigentlich auch sagen, so, ja, wenn wir vorher im Jahr 640 Stunden hatten oder 700 jetzt aufgerundet, dann waren es jetzt 2015 vielleicht so schwer zu sagen. Ja gut, später habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr, naja, so auch 600 Stunden bestimmt. Ja, so 550, 600 Stunden, sagen wir 550, dann wären wir bei 2550 Stunden, ne?
2016 war es dann wieder etwas mehr, weil da hatten wir auch wieder einen Server und so. Ja, allerdings auch nicht so lange. Und 2015 eigentlich auch nicht so lange. Na gut, hat mehrere, stimmt. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall 2016 würde ich auch so 550 schätzen. So im Groben. Obwohl, naja, gut. 2016 war es eigentlich noch ein bisschen mehr. Muss ich ja sagen. Na, ich glaube 2015, das haut auch nicht hin mit 550. Das war schon mehr. Ich sag mal 600 Stunden 2015. Also 2600 und 2016 auch 600. Also, ja, ich will ja auch nur so grob überschlagen. Ich kann das jetzt nicht genau alles ausrechnen. Dann sagen wir mal, wären wir bei 3200, ne? Insgesamt. 2017, da kann ich es gar nicht sagen. Ich glaube, da war es weniger. Da waren es bestimmt nur 450 Stunden. Ja, da sind wir bei... Obwohl, da habe ich dann auch viel Offscreen gemacht, ne? Für die Projekte und so. Obwohl ich das eigentlich erst dieses Jahr so richtig angefangen habe, 2018. 2017, naja, ich würde auch sagen, nochmal 500 Stunden, so ungefähr. Sind wir bei 3700. Dann, ja, noch dieses Let's Play hier. Quatsch, nee, nicht dieses Let's Play, dieses Jahr meine ich. Da sind wir bei, ja, keine Ahnung. Also ich sag mal so, bei 4000 Stunden bin ich. Ja, keine Ahnung, na, obwohl jetzt auch noch nicht ganz, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Aber ist vielleicht mal ganz interessant, das so zu reflektieren, ne? Weil, ja, da weiß man es halt mal, dass ich fast 4000 Stunden habe, Alter. Natürlich wäre es jetzt einfach hier zu gucken, ne, in den Statistiken, so globale Statistiken, so Spielzeit, aber das kommt ja auch nicht hin. Oder so von jeder Minecraft-Welt, die ich habe, die Spielzeit zusammenrechnen. Aber da wären ja die ganzen Server noch nicht dabei. Naja, das ist nicht ganz so einfach auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht ist es ganz interessant gewesen, ne? Wie viele Spielstunden schätzt ihr so, was ihr habt, ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Obwohl, es kann bei mir auch sein, dass es wesentlich weniger sind, weil es kann auch sein, dass ich mich jetzt verschätze, in den Jahren 2015 und 16, weil da habe ich sehr viel weniger eigentlich im Gefühl zumindest gehabt, dass ich gespielt habe. Und da habe ich auch... Ja gut, 2012 habe ich halt noch nicht so Let's Plays und so gemacht. Da habe ich sehr viel privat gespielt. Später habe ich dann mehr in Videos halt gespielt und weniger privat. Und deswegen ist es irgendwie schwer einzuschätzen, auch für mich. Aber, naja, keine Ahnung. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir dann hier wieder ein bisschen produktiv weiter. Ich brauche dann auch noch ein Thumbnail. Shit, das... Ja, egal. Dann muss ich hier eben Game Mode 1. Muss ich natürlich erst so. Dann nochmal... Time at 5000, reicht das schon? Ja, das reicht schon, okay. Ja, dann machen wir mal hier so ein Thumbnail, ne? Aber am besten nicht, wo das Ding da unten drauf ist, sondern nur mit dem hier oben. Ja, vielleicht, wo man hier so ein bisschen noch da unten das Feld und so sieht. Das wäre ganz interessant. Ja, sieht doch ganz cool aus. Ich würde sagen, dann verabschiede ich mich damit jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.